Ja, da sind wir wieder. Guck mal, wie traurig sie ist. Ja, sie guckt gerade so in die Vergangenheit mit ihren blutunterlaufenden roten Augen. Nee, das ist eher so Bordeaux-rot. Bordeaux. Und schon ist wieder happy. Ah! Dann hat sie Wein in ihrem Gesicht. Ja, richtig. So, dann wollen wir mal zu Audrey, wa? Ja, die meine ich mit Bitchy McBitchenstein. Ja, ja. Have a great day. Oh, da sind jetzt wieder scheiße. Viel Spaß. Ich lehne mich zurück. Ich komme nicht mehr so hoch, das ist das Problem. Ich komme nicht mehr so hoch. Ich kann es nicht mehr. Ich kann's einfach nicht mehr. Ich finde es auch schön, dass du sagst, ich komme nicht mehr so hoch. Oh, ein Bild. Sensor Time. Ja. I can't believe I'm actually sending this. Do not. Nee, Moment. Do not let anybody else see this. This is for your eyes only. Schön. Dann gucken wir doch mal. Oh, View-Foto. Ja, guck mal, da brauchen wir ja nur so ein kleines Böppelchen drüber machen. Ja, aber was nehmen wir dafür? Machst du so zwei Verkehrshütchen da drauf? Ja, das ist gut. Zwei so Pylonen. Ja, ja. Das finde ich schön. Ja, dann bitte, lass sie aus. Mal gucken, ob hier ein Gift zu purchasen gibt. Nur wieder ein überteuertes Big-Feuerzeug. So. Da ich halt keine Ahnung habe, wie die japanische Währung ist, weiß ich nicht, wie viel 800 Yen sind, aber... Bei Takeshi's Castle. Ja. Nee, es war nicht Takeshi's Castle. Es gab mal so eine andere japanische Game Show, da konntest du 1 Million Yen gewinnen. Es waren umgerechnet 10.000 Euro. Also durch 1.000. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, weil dann wären es 80 Cent. Wenn es nicht sogar noch Mark war. Dann, ja, nehmen wir mal einfach 1.000, dann wären es 80 Cent für ein Feuerzeug. Das geht. Ja, aber dann finde ich die Preise von zum Beispiel Stiften für 1 Cent sehr wenig. 10 Cent. Ja. Aber, ja, das, naja, bei Krieg oder so. Oder für 1,30 Euro. Ja, da wird es dann eng, das ist richtig. Ne? Baking Utensils für 20 Cent, naja, kriegst du vielleicht auch noch irgendwo. Ja, wobei, vielleicht kriegt man auch irgendwo Flippers für 1,20. Ich meine, die kriegst du gratis, wie du ja schon herausgestellt hast. Oh, ich habe heute wieder eine E-Mail von ice.de gekriegt. Ich gucke mal, ohne Scheiß, weil du es gerade erwähnst, es ist mir vorhin aufgefallen und ich habe wieder so, kennst du dieses, wenn du irgendwas siehst und du bist eigentlich erwachsen, aber musst trotzdem so drüber so, Moment, wo ist es? Wo ist ice.de? Ich lösche die auch immer nicht, weil ich das so unterhaltsam finde, was die mir für lustige Sachen schicken. Wo haben wir es denn? Ich krieg das ja auch immer aufs Handy, weißt du, wenn ich irgendwo gerade bin. Ja, ja. Und ja, mich ja. Mit irgendwem unterhalte und dann so. Was denn? Auch nix. So, X, was wissen wir von der jetzt noch nicht? Ah, da. Keine Ahnung, ich gucke gerade, was mir Eis geschickt hat, ist wichtiger. Okay. So, und zwar haben wir ja heute den Tagestipp, die luxuriöse Liebesschaukel, weich gepolstert, individuelle Breite, flexibel verstellbar für 10 Euro. Die hält bestimmt auch 160 Kilo aus. Dann gibt's auch eine Silikonliebeskugel für 3,99 oder hier so ein Glas-Anal-Dildo. Falls man die Prostata prüfen muss, kannst du mit der Taschenlampe dann schön rein. Ja. Naja. Und den Partner-Vibrator aus Silikon gibt's auch immer noch. Gemeinsam kommen. Ist die Tagline. Ah, schön. Kettenpranger in Lederdesign. Ich hab nicht geladen, ich hab mich nur an meinem Energy verschluckt. Ach so. Gut, ich wollte jetzt nicht das Spiel aufhalten. Tust du. Do you prefer one season over another? Ja. Oh, du bist so klug. Lies du gar nicht vor, ne? Ich komme nicht so hoch. Dann mach's anders. Dann müssen wir irgendwie morgens früh aufnehmen oder keine Ahnung, ja, wenn meine Stimme nicht so im Arsch ist. Oh, das ist ganz, ganz neckisch. Ich komme nicht mehr. Nein. Einfach nein. Weißt du, du sagst, lass uns auf ein Date gehen. Ja, wo gehen wir denn hin? Ja, zum Tennisplatz. Und dann sagst du, oh ja, coole Idee. Und dann gehst du da hin, gibst dir Sportklamotten und einen Tennissteger. Ach, Tennis, nee, da schwitze ich ja. Das finde ich doof. Die mag, glaube ich, Sexuality. Ich sterbe einfach. Nee, nicht machen. Die mag Flirtation. Ach, die mag Flirtation. Nee, Ficken finde ich ja kacke, stimmt. Romance findet sie kacke. Ja, romantisch mag sie gar nicht haben.
Aber hebt ihr die Romance-Dinger auf, die Flirtation-Dinger auf? Ja. Sonst bringen die ja nichts. I heb sie mir auf. Mach halt den Romance da weg, den du gerade drauf bist, ja, damit Neues aufs Feld kommt. Feld wegen Tennis. Oh, Alter. Boah. Junge. Der war Junge, sogar Junge. Mir zu flach. Der war. Ja. Das Musikzeichen wurde gerade da, ja, oder so. Unten ist nochmal so ein. Ja. Ein Halbmond. Ein Halbmond. Neumond meine ich. Oder eine Solar Eclipse, ich das weiß es nicht. Das läuft ja wieder. Ja, wie geschnitten, Pommes. Richtig. Die sind auch geschnitten, also von daher. Letzten Endes, ja. Geschnittener Wackelpudding. So. Bäm. Geschnittener Joghurt. So. Jetzt kommt ihr. Ja, mach doch mal irgendwas. Ja, Matthias, du musst schon mitmachen hier. Jetzt mach doch mal was. Ja, was soll ich denn machen? Dann mach dir nix. Hat nichts gebracht, gut, weitermachen. Guck mal, die Böppel, die liegen hier so kacke, ne? Ja, ja, ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Tränen oder was auch immer das sein soll, oder Feigen, oder... Schweißtropfen? Ja, aber warum, naja, also, nee. Weil es ein japanisches Spiel ist. Ja, aber warum dann dieser Neumond? Weil romantisch wird's nachts. Aha, und warum ist Sexualität Blut? Ich könnte jetzt diverse Theorien ja, aufstellen. Ich auch, aber dann gehen wir halt woanders hin. Keine warum davon ist japanisch genug? Ja. Warum ist Flirtation ein Stern? Weil denen nichts Besseres einfiel? So! Ja. Das ist auch meine Vermutung bei den Schweißtropfen. Ja, das sagt ja keiner. Dass denen nichts Besseres einfiel, das hat ja keiner angezweifelt. Ja, das ist ganz schön kacke. Ja, in der Tat. Keine Herzen auch da und nix irgendwie. Gar nichts. Oh, jetzt hast du ein Herzchen, ja. Ja, mach ich doch so. Ja. Combo! Dumm ist, wer es anders tut. Ja. So. Ja, was oh, ein Vierer-Schnattere. So nämlich auch. Wir bräuchten mal ein Bimmelchen, weil langsam gehen uns die Züge aus. Ja, aber mehr davon. Bam. Das ist ein Vierer-Romance, was er nicht mag, aber ist egal. Trotzdem weg damit. Hoch, halt. Ja, links. Nee, ja, okay. Ah, hast du das gerade gesehen? Ja, das ja, möchte ich gerade nochmal zurückspulen. Hier lagen zwei Romans, hier lagen zwei Romans. Ja. Ne? Die Reihe hier ist runtergekommen. Ja, das ist richtig. Mit beiden Romans. Hab ich auch gesehen. Und der hat nur drei gezündet. Genau. Das ist ja Beschiss. Möchte ich mal so sagen. Das klingt nach Klage. Ja, direkt Anzeigen beim PC-Spielegericht. Genau. Wie es letztes Mal einer gedroht hat, er möchte mich, er hätte mich angezeigt über Facebook. Da gibt es ja einen Knopf für. Ja, genau, diese Geschichte. Das ist so großartig. Naja, man kann online bei der Polizei Baden-Württemberg anzeigen, ne, wegen zum Beispiel Rassismus. Ja, es gibt Polizeien, die das machen, aber, Das ist nicht einfach über Facebook-Button. So, nein. Nachrichten, Status-Updates anzeigen. Ja. Kannst vielleicht bei der Polizei dann einfach auf die Webseite oder auf die Facebook-Seite schreiben, hier, ich möchte den anzeigen. Dann sagen die, ja, dann kommen sie vorbei oder rufen sie an. Mehr aber auch nicht. Oder sperren dich einfach für immer wegen unsäglicher Dummheit. Ja. Es ist manchmal sehr schade, dass das kein Straftatbestand ist. Ja, das ist richtig. Unsägliche Dummheit. Ja, ich würde sagen, fang mit der Flirtation an, mach den Fünfer links. Genau. Weil, was willst du jetzt? So, ja, jetzt hast du unten so ein Mega-Flirtation-Plöngel. Ich hab mal das Gefühl, so mega sind die gar nicht. Nö, sind sie auch nicht, aber sehen schön aus.
Das stimmt. Und darauf kommt es ja nun mal an. Ja, bei dem Spiel ja. Da geht es nicht drum, wie die Frauen drauf sind. Oben ist ein Bimmelchen, was du runterziehen kannst. Ja. Da geht es nicht drum, was sie können oder wie die drauf sind. Hauptsache, die haben Brüste und eine Vagina. Bitteschön. Das lohnt fast gar nicht. Bitteschön. Nö, aber dann kriegen wir einen neuen Shit aufs Feld. Ja, das ist richtig. Und das ist doch immer ganz gut eigentlich. Das läuft. Liebe Stromberg. Ich finde den, hatten wir glaube ich schon mal das Thema, ich finde den gar nicht so großartig. Ich weiß. Aber ein Mit-Azubi von mir, der hat ihn geliebt. Und wenn du mit dem 2 Jahre lang in der Werkstatt gesessen hast und immer dieses Das läuft. Ja. Das ist schon schön auch. Das nagelt sich einfach irgendwann in dein Hirn fest. Der Film war auch super. Den habe ich gar nicht gesehen. Ist gefährlich hier die Ecke. Ein bisschen. Ich habe den bestimmt schon 6 Mal gesehen oder so. Kann ich teilweise schon mitreden. Aber ich mag auch den wenigsten deutschen Comedy. Obwohl Stromberg da wirklich sehr, sehr gut ist, finde ich. Ja. Also ab und zu gucke ich mir mal gerne so eine Folge an. Ja. Aber ich würde jetzt nicht einen Stromberg-Filmeabend machen oder so. Ich habe schon mal also auch so einen Marathon gemacht, nämlich auch. Nö, das wäre es mir nicht wert. Oh, warte mal, jetzt habe ich mich irgendwie den Ton ausgemacht. Das ist ja nichts, dann höre ich dich ja auch nicht. Jetzt höre ich dich links, warte. Ja, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was. Mein Headset ist nämlich schon wieder kaputt. Ich schaff's ja immer, die relativ schnell kaputt zu machen. Aber wie? Ja, indem ich daran rumzerre und das macht man wohl nicht. Ja, selber schuld, ne? Ja, was willst du machen, wenn das hier ständig irgendwo sich vergnaddelt und vergnießt und dieses Ganze? Was soll ich dazu sagen? Vier Züge noch. Na, warte. Hast du irgendwas, was guck mal, was die anderen 3 Sachen noch bringen? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Unten. Joy-Tokens. Für jeden zweiten gibt's einen Move. Wir haben aber nur 3, das bringt nichts. No tokens will be consumed as a result for data gift being used for the remainder of the day. Ja, das ist Quatsch. Select an affection token. Every token of that type will be replaced by either a passion token or joy token or sentiment. Ja, das kannst du vielleicht mal machen. Mit den Orangenen. Ja, genau. Ja. Aber wollen wir hoffen, dass was Sinnvolles bei rauskommt. Ja, ein Bimmelchen. Ist ja besser als nix, ne? Ja, das ist grundsätzlich erstmal richtig. Das war aber jetzt auch nur ein Bimmelchen. Ja. Jetzt auch nicht der Oberbrenner, aber naja. Ah, ja, lass das mal lieber. Das auch nicht. Das auch eher nicht, nein. Das ist ja jetzt doof. Vielleicht. Mach mal die Herzchen-Vierer weg, damit 4 neue Sachen kommen. 1 runter. Nee. Ja, oh, das sind sogar 6. 5 meine ich, ja. Hab ich nicht gesehen. Ja, sehr schön. Und dann macht die Flirtation da rechts. Echt? Oder soll ich hier warten? Eben. Dann haben wir es nämlich fast schon. 175, 173 noch. Das geht. Das ist machbar in 4 Zügen, ohne Probleme sogar. Hier, da ist ein 4er Entertainment. Den kannst du mal ziehen. Rechts. Ich zeig schon wieder auf dem Monitor, das ist so blödsinnig. Rechts, nee. Ah, Baba. Nee, ich 1 runter und den, genau. Wo zieh ich den hin? Ach, hier. Da, genau. Betriebsblind, manchmal, ne? Manchmal ist man auch richtig blind. Bimmelchen rechts. Ja. Und dann machst du die Sexualität und dann haben wir's, glaube ich. Zum Glück habe ich dich, ne? Ich bin gerade so... Nee, wirklich. Ja, ich kenne das. Ich sehe einfach gerade gar nichts. Nee, es reicht noch nicht ganz. 1 müssen wir noch machen. Irgendwas. Aber das ist völlig egal was. Yeah. Nur nicht, dass jetzt 3 Herzen brechen und dann... So, meine Güte. Alter, unter Einsatz von allem, was wir hatten, ey. Ja, ohne Scheiß. Es war eine übelste Monsterfolge. Das war auch extrem schwer, ey. Maul halten, Bitch. Verpiss dich. Mein Tennisplatz. Rocket, Bitch. Hm? Meine Fresse, noch eins. Ja. Und jetzt können wir das Suti-Outfit. Ja, mach das mal, weil ich finde das nicht so toll. Ich mag so diese ausschweifenden Röcke nicht so. Suti. Das finde ich besser. So.
Mag auch Hotpants ganz gerne. Ja? Ja. Ja, du willst noch gucken, ich weiß, mach das ruhig. Jetzt ist jemand am Strand. Nachher? Ja, die, aber. Ja, aber nee, es ist. Oh nee, es ist ja erst Afternoon. Alter Mist. Ich wette mit dir, gleich ist keiner am Strand. Was denn? Was erzählst du denn da? Mit Matze? Warum? Nein. Ja, Entschuldigung. Hätte sehr gut. Sie hat gerade den schwarzen Move gemacht. Ja, Entschuldigung. Sprich zu der Hand. Lass sie's. Und in deinem Schlafzimmer. Ja. Aber wir haben Bildchen. Ja. Ja. Sogar in dem Outfit. Das ja. Finde ich cool, dass das zufällig passt. Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht, weil, ne? Ja, nee, das geht nicht. Du kannst es ja mal probieren. Nee, du musst, die sagen immer nein und dann musst du versuchen wegzugehen. Ja, ich hab gedacht, doppelt hält besser. Komm schon! Geht einfach nicht. Geh nochmal durch, geh aber nicht an den Strand abends. Damit vielleicht dann, ne? Soll ich echt nochmal durchgehen? Ja, mach mal. Ich möchte das jetzt nochmal probieren. Weil das geht einem schon ein bisschen auf den Senkel auch. Ich habe, kannst du mal bitte das Wiki ja schnell aufmachen? Ja, warte. Und bei der nochmal nachlesen. Wie heißt das Teil einfach? Was du im Inventar hast. Ja, heute kann ich jetzt gerade nicht gucken. Ja. Ist auch ein ziemlicher random Name. Ja, irgendwie Strange Object oder so. Ja, eben. Deshalb guck doch einfach mal in dem Wiki Weird Thing. Weird Thing. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr, wie die alte heißt, deswegen wüsste ich das jetzt funde. Da gibt es doch nur 12. Das sind also, genug. So. Oh. So, give Kiyo your dirty magazine. In exchange, she will give you a weird device to thank you. Take that weird device to the beach at night. Ja. Once you try to leave, ja. Celeste will appear. Ja. 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 Witzig. Ja, ist richtig. Ihr seid wirklich richtig, richtig witzig. Warte mal, ich gucke mal. Weird thing not possible. Das ist jetzt das Sinnvollste, was mir einfällt. The secret hidden characters. How to unlock the secret hidden characters. Vielleicht steht da ja was. Ist wer am Strand zufällig? Hast du geguckt schon? Ja, ist keiner, ne? Natürlich. If you have a cat girl, you absolutely need an alien girl. Achso, ja. Celeste is easily the most difficult character to unlock. Once Kiyo is unlocked, give her the dirty magazine you've had on you since the start of the game. In return, she'll hand you a strange object. Now, every day when it's evening, look to see if any of the women will be at the beach at night. This could take a few days. No shit! Bei uns sind es jetzt ungefähr fast 30 Folgen. Ja, this could take a few days. Apparently the beach isn't popular night spot. Once one arrives, go there, have the strange object and leave. Celeste will appear und bekommt added to ihr Index. Ja, nö. Ja, super. Dann machen wir ja alles richtig. Das ist doch Mist. Naja, ja. Kümmern wir uns nächste Woche drum. Richtig, ansonsten machen wir irgendwann mal eine 3-Stunden-Folge, wo wir nur Celeste freischalten. Genau. Ja, machen wir dann ja, einfach. Muss dann halt sein, ja. Ne? Ja, alles klar. Nächstes Mal könnte es zum Brackeln kommen mit hier. Schneckchen. Ja, genau. Dann macht's gut. Ihr. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.